Eine ganze Woche lang feierten Kinder und Erzieherinnen der integrativen Kita Pusteblume in der Bendorfer Bergarbeitersiedlung ihr 70-jähriges Bestehen. Zu einer kleinen Festveranstaltung am zweiten Tag der Festwoche konnte die langjährige Leiterin Gisela Schulz zahlreiche ehemalige Mitarbeiterinnen sowie offizielle Vertreter der Gemeindeverwaltung, der Wohnungsbaugesellschaft und der Volkssolidarität Mansfeld-Südharz als Träger der Einrichtung begrüßen. 70 Jahre integrative Kita Pusteblume heute. Wir haben gestern unsere Festwoche gestartet und heute ist unsere Festveranstaltung. Ich werde eine kleine Rede halten, alle Gäste begrüßen, es sind ehemalige Mitarbeiter da und einige Ehrengäste aus der Verbandsgemeinde. Wir freuen uns sehr, dass alle da sind. Und wie viele Kinder gibt es hier? Im Moment haben wir 110 Kinder in unserer Kita. Sind sie alle sehr festlich geschmückt? Haben ja, sich echt viel Mühe gegeben, muss wir ich haben uns schon lange vorbereitet, mit den Kindern zusammen Schmuck angefertigt und neue Girlanden mal uns angeschafft und auch noch ein paar 70 ausgesägt und hingemacht. Alles wunderbar. Alles wunderbar, das wäre das Stichwort, vielleicht mal an so einem Tag auch nachzudenken, was würden Sie sich noch wünschen? Sie sind ja auch schon lange hier tätig. Was fehlt denn hier? Oder? Also wir haben uns jetzt, wir wollen es auf Weg machen, auch uns ein bisschen mit den digitalen Dingen zu beschäftigen. Wir haben uns schon Tablets angeschafft, aber werden auch noch andere Lernspiele uns anschaffen, dass die Kinder auf dem Weg von uns her auch noch fit gemacht werden. Denn zu Hause haben sie eh schon Umgang damit, aber ansonsten sind wir recht gut ausgestattet, aber ja, wir erweitern noch einige Projekte und dann sind wir sehr zufrieden. So ging dieser Aufruf von Frau Schulz insbesondere an die Adresse des Trägers Volkssolidarität Mansfeld-Südharz, während sie im Anschluss die 70-jährige Geschichte der Einrichtung noch einmal Revue passieren ließ. Eröffnet am 1. Juni, dem Internationalen Tag des Kindes 1954, als Kindergarten des VEB Mansfeld-Kombinat Wilhelm Pieck, standen hier 60 Kindergarten- und 60 Wohnheimplätze zur Verfügung. Doch die Bendorfer Bergbausiedlung wuchs, sodass 1968 die maximale Zahl von 186 Kindern hier betreut wurde. Nach der politischen Wende in Deutschland übernahm 1991 die Gemeinde Bendorf die Trägerschaft, zwei Jahre später dann die Volkssolidarität, damals noch Mansfelder Land. 2003 wurde das Gebäude saniert und neu eingerichtet und 2004 erhielt die Kita den Namen Pusteblume. Frau Schulz nutzte die Gelegenheit, all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal Danke zu sagen. Und auch sie selbst erhielt einen Blumenstrauß als Dankeschön von ihren Kolleginnen. Frau liebe Chefin Gisela Schulz zu bedanken. Ja, nicht nur wir stemmen das hier. Auch sie geht Tag für Tag uns voran. Und ein herzliches Dankeschön von uns an dich, liebe Gisela, für die schöne Zeit. Und heute viel Spaß allen. Grüßt ihr lieben Gäste, heute zu unserem schönen Feste. Heute könnt ihr einmal sehen, was wir alle schon verstehen. Unter musikalischer Leitung von Antje an der Gitarre und mit Unterstützung durch die Hortkinder startete dann ein buntes Programm für die Gäste, in dem die Mädchen und Jungen zeigten, wie vielseitig sie sind. Bum, bum, bum. Jetzt geht's.
wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. Nach diesem wieder sehr aktuellen letzten Beitrag wurde anschließend bei Kaffee und Kuchen noch ein bisschen gefeiert.